Hello. Hallo, willkommen bei Backstage. Wir sind in Oslo, Norwegen. Tapetenwechsel vom Parlament. Backstage bei der Nobelpreisverleihung. Kommt mit. Und der Nobelpreis 2012 geht an die EU. Ja, wir haben gewonnen. Die EU? Wieso das? Ich frage Martin Schulz, den Präsidenten des Europaparlaments. Er hat den Preis zusammen mit den beiden anderen Präsidenten entgegengenommen. José Manuel Barroso, dem Präsidenten der Kommission, und Herman van Rompuy, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Wieder im Parlament in Straßburg. Der Präsident hat den Nobelpreis mitgebracht. Er will ihn mit allen EU-Bürgern teilen. Ich möchte mir die Medaille auch genau ansehen. Aber was ist das, der Nobelpreis? Etwas zur Geschichte, bevor wir den Präsidenten treffen. Die Idee zum Nobelpreis stammt von Alfred Nobel, dem Erfinder des Dynamits. Nobel war ein schwedischer Chemiker, der bei seinem Tod eine große Geldsumme hinterließ. Er wollte herausragende Leistungen auf verschiedenen Gebieten würdigen. Literatur, Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und den friedenfördernden Maßnahmen. Seit 1901 werden die Friedensnobelpreise jeden Dezember von einem fünfköpfigen Komitee, das oft aus Mitgliedern des norwegischen Parlaments besteht, vergeben. Hier ist das Büro von Martin Schulz. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Präsident. Hallo, Blink. Wie fühlt es sich an, wenn man den Friedensnobelpreis bekommt? Ich persönlich habe ihn ja nicht bekommen, sondern die ganze Europäische Union, die Bürgerinnen und Bürger und die Staaten Europas, weil die sich in den letzten Jahrzehnten sehr und sehr erfolgreich für den Frieden eingesetzt haben. Für den Frieden eingesetzt haben? Was genau meinen Sie damit? Ja, Europa, die Länder, die heute zur EU gehören, haben viele Jahre gegeneinander Krieg geführt. Da gab es viele Tote, viele Ermordete, ganz große Verbrechen. Und die haben sich dann aber entschieden, sich zusammenzuschließen und den Frieden umkehrbar zu machen und den Krieg unmöglich zu machen. Und das, indem sie in allen Ebenen zusammenarbeiten. Ach, daher wurden die EU-Länder mit diesem Preis gewürdigt. Er soll sie daran erinnern, dass sie gemeinsam eine große Region geschaffen haben, in der schon seit über 60 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand herrschen. Und muss sich die EU heute noch für den Frieden einsetzen? Bei der Preisverleihung haben sie gesagt, dass dieser Preis auch eine Mahnung ist. Warum? Weil es Leute gibt, die wollen das zerstören, die nicht daran glauben, dass die Zusammenarbeit von Staaten und Völkern über Grenzen hinweg sinnvoll ist, sondern dass das eigene Volk besser ist, mehr Rechte hat, das eigene Land stärker ist als andere und deshalb auch mehr gewinnen darf. Und dagegen muss man sich wehren. Aber die Geister, die das wollen, die werden stärker. Deshalb, die uns den Preis da verliehen haben, die wollen, dass wir an dieser Methode des Friedens, der Zusammenarbeit festhalten. Er mahnt uns, passt auf, der Frieden ist zerbrechlich. Denn in dieser Krise ist es schwieriger, zusammenzuhalten. Auf rauer See muss man sich über Wasser halten und den Kurs halten. Vielen Dank, Herr Präsident. Tschüss.